Hallo, ich sing hier nicht mit. Ich hab noch nie bei irgendeinem Lied in irgendeinem Projekt mitgesungen. Ich hasse das, wenn ihr immer solche Lügen verbreitet, ganz ehrlich. Da hab ich gleich gar keinen Bock mehr. Ich lösche jetzt meinen Kanal, mir jetzt ständig zu unterstellen, ich würde laut mitsingen oder sowas. Das würde ich niemals machen, solche nervenden Dinge in einem Video. Für wie unprofessionell haltet ihr mich eigentlich? Jetzt habe ich die Schnauze echt voll. Verdammt nochmal. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, Mensch? So, was ist denn hier los, Rotsterne? Das ist jetzt ein bisschen spät, ich habe den Panzer schon weggemacht. Ich nehme sie aber trotzdem mit, vielleicht kann man die ja noch gebrauchen. Kann ich beide mitnehmen? So, falls ich mal wieder sowas brauche, nicht wahr? Das Scharfschützengewehr ist lustig. Geh mir aus dem Weg. Gut, da sollte ich vielleicht doch sowas nehmen. Zack. Ach, wir sind hier im Hauptquartier. Warum sagt mir das keiner? Ich stehe hier seelenruhig neben dem Hauptquartier der Feinde. Zack. So. Zack. Ich dachte mir, ich räume hier mal ein bisschen mittels einer Granate auf. Das kommt meistens sehr gut an. Das ist ein Partyknaller, sage ich mal, ne? Hat der gerade gesagt, Arschies? Wer nimmt mich unter Beschuss? Das warst du, Dreckschwein. Ich weiß es genau. Bitteschön. Und ich nehme das dann mal inzwischen ein hier. Gleich sind wir fertig. So. Gute Arbeit. Die Jungs von Forschung und Entwicklung werden diese Informationen gut gebrauchen können. Gut, dann rücken wir jetzt zum letzten Ziel vor. Hier sind wir fertig. Ja, wo geht's denn hier raus? Ach, hier unten. Sieh mal einer an, du stehst mir im Weg, Kollege. Willst du, dass ich dir eine von Latz knall? Wie, pass auf, da wollte ich dir auf den Kopf springen, oder was? So, ich guck mal, ob es hier irgendwie einen anderen Weg reingeht. Es erwarten doch alle, dass ich von vornherein... Oh! Dass ich von vornherein gehe, aber ganz so blöd bin ich ja jetzt auch nicht, ne? Und hier Granaten irgendwie aufs Dach raufwerfen. Verdammt, ich habe nichts getroffen. Oh, keine Granaten mehr. Na, gleich habe ich wieder welche. Zack. So, erstmal eine Granate durchs Fenster. Oder auch nicht. Jetzt aber. Guten Tag. Hey, hör auf, mir meine Kills zu klauen. Schon wieder Arschies hier. Hört auf, mich Arschi zu nennen. Von mir aus kannst du weitergehen. Das sehe ich aber auch so. Guten Tag. Darf man raufkommen? Ich deute das mal als ein Ja. So, das ist also die Flugabwehr, ja? Die Flugabwehrraketen. Oh. Zack. Diesmal knall ich das so schön hier ans Gelenk. Au, au, au. Ich werde unter Beschuss genommen. Nicht hier weg. Es geht gleich hoch. Panzerte Verstärkung, das klingt aber nicht nett. So, sollen wir hierhin vorrücken? Das kann ich gerne tun. Gute Arbeit, Männer. Gepanzerte Verstärkung wird im Hof neben dem Hauptquartier landen. Oh, das ist schön. Ich krieg einen Panzer. Gib ruhig her, das Ding. Meiner. Die Panzerfabrik zu zerlegen, aber zuerst müssen wir das Eisenbahndepot erobern, von dem die Fabrik versorgt wird.
Wir haben in der Nähe auch ein paar Rotsternpanzer auf Patrouille gesichtet. Ah, hier unten sind Panzer. Da kann ich doch mal hier meine Angriffsdrohne ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie weit das Signal reicht. Ich hoffe mal 200 Meter. Damit ich wenigstens einen Panzer hier ein bisschen ausschalten kann. Fahr! Ich werde unter Beschuss genommen! Und die Signalstärke lässt nach! Jo! Das nennt man dann mal Verschwendung. Gut, dann nehme ich doch einen Panzer. Ich bin mal so frei und hol mir einen. Oh, jetzt ist gut. Hört auf, mich unter Beschuss zu nehmen. Oh, wie die loslegen! Ihr habt euch einen mächtigen Feind gerade gemacht, ja? So, der dürfte weg sein. Ist er nicht? Was? Oh mein Gott, ich bin allein! Lauf, Peter! Au! Okay, da liege ich nur breitbeinig da und spiele toter Mann. Das war ein genialer Panzerangriff. Sowas macht mir keiner nach. Ich habe eigentlich ganz schön Schaden fabriziert, denke ich mal. Also ich glaube zumindest nicht, dass die noch viel aushalten. Ich kriege auch Verstärkung gerade. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 erledigt. Ich kann noch mal ein bisschen rauszoomen. Ich kann auch die Ansicht wechseln, hier sehe ich gerade. Aua! Wer bist du denn? Autsch, shit! Ich komme! Du kannst mich nicht besiegen! Zack! So macht man das. So, gibt es eine Mitfahrgelegenheit zufällig? Sieht nicht so aus. Da muss ich wohl zu Fuß ran. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Das ist nett. Das ist lustig. Das ist niedlich. Das ist genau das, was ich benötige. Wo ist der Feind da oben? Ich habe ihn genau gesehen. Zack. Ich bin der Schnippermann, weil ich schnippern kann. Zack. Push. Bams. Ich bin ein echter Killer. Okay, vorwärts. Bams. Und jetzt holen wir uns den Rotsternpanzer da. Gleiches mit Gleichen, sage ich dann nur. Noch Fragen, euer Ehren? So, was haben wir denn hier noch? Hier ist schon wieder so ein Streubomben-Ding. Die Sturmbasis gehört uns. Ihnen gehen die Möglichkeiten aus. Weitere feindliche Truppen nähern sich dem Eisenbahndepot. Verteidigen Sie die Stellung. Also ich tue, was ich kann. Kann ich hier auch zoomen? Das ist aber nett. Oh nein! Ich wollte E drücken, nicht V. Und das habe ich jetzt davon. Jetzt bin ich nämlich tot. Doder als tot. Ich bin richtig abgemorkst, ey. Hey, wo ist der Panzer hin? Ich wollte ihn eigentlich nehmen. Jetzt muss ich mit dem Raketenwerfer ran hier. Zack. Batz.
Ich bin eine Killermaschine, ey. Ich bin so eine Killermaschine. Okay, jetzt aber nochmal zu unserem Freund Panzer. Zack! Was ist denn das eigentlich für eine blöde Uhr da oben in der Mitte? Die steht die ganze Zeit auf 0-0. Stray Dogs, zuhören. Ah, die ziehen sich zurück. Ein Trupp, der diese Stellung im Fall von weiteren Gegenangriffen hält. Die übrigen werden den Angriff fortsetzen. Zack! Krieg ich jetzt einen Panzer? Ja. Das ist aber nett. Hey, ich wollte den Panzer haben, ey! Industriebosse. Die Präzision Ihres Schusses wird durch die Größe des Fadenkreuzes angezeigt. Kleinere Fadenkreuze bedeuten mehr Präzision. Luftangriffe. Um eine Zielvorrichtung für entfernte Ziele zu nutzen, positionieren Sie den Marker über dem Ziel und klicken Sie Maus 1. Alles uninteressant. Ich will ballern. Zack. Da müsste der nur mal aus dem Knick kommen mit seinem Ladegerädel hier. Ich möchte bitte spielen. Ja, ich beeilt euch mal ein wenig. Hab ja nicht den ganzen Tag hier Zeit, Mensch. Na, wie sieht's denn jetzt aus mit dem Fertigladen hier? Also von mir aus können wir jederzeit anfangen. Ich bin bereit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Spiel, aber... Ah... Los geht's! Gute Arbeit, Stray Dogs. Panzer. Aber diese Panzerfabrik gehört noch immer den Rotsternen. Es gibt drei Tore, nicht mehr lange. Die auf das Fabrikgelände führen. Bevor wir die Fabrik angreifen, müssen wir mindestens ein Tor unter Kontrolle haben. Boah, drei Tore. Okay, ich würde sagen, ich mache mal einen auf direkter Weg und fahre hier über die Brücke. Ah, ich glaube, beim Panzer habe ich auch gerade Turbo entdeckt. Ah! Peter und seine Fahrkünste wieder. Los! Ja, Turbo ist fein. Okay, wir können also auch die Position im Panzer selber wechseln. Das ist schön. Brauchen wir aber gerade gar nicht. Oh oh. Hey, da ist jemand mit drin. Okay, ich würde sagen, ich gehe da mal einnehmen. Zack. Wie die mich direkt weggedonnert haben. Das ist lustig. Hey, ich habe nur noch 4 Einsatzmöglichkeiten. Ich sollte ein bisschen sparsam damit umgehen. Und ich krieg direkt einen Panzer. Probier es halt mal bei einem anderen Tor. Es gibt ja genug von den Dingern. Kommen wir mal hier rauf. So, schönen guten Tag. Mein Name ist Peter. Ich tue einfach so, als wäre ich nicht da. Du Heilige, was hier abgeht. Einfach alles kaputtballern. Und zwischendurch immer mal ein bisschen was einnehmen. Hier ist auch noch eine schöne Drohne unterwegs. Wunderbar. Oh, ich bin kaputt. Alles klar, dann probieren wir es halt mal so. Vorwärts.
Ziel Nummer 1 soll sich hier unter den Wartungsgängen befinden. Da gehen wir doch mal nach unten. Denkst du, ich sehe dich nicht? Denkst du, ich sehe dich immer noch nicht? Ich muss nur zielen lernen. Nicht mit mir. Oh, hier hauen wir schön mitten rein. Los geht's. So, es könnte gleich ein bisschen laut werden hier unten. Ziel Nummer 1 erledigt. Jetzt müssen wir in die nächste Halle rüber. Oh, die anderen machen sie zu. Oh, was ist das? Das ist ein ziemlich großer Panzer. Den hätte ich jetzt gern. Schade, den darf ich nicht gehen. Die haben einige Panzer, habe ich gerade gesehen. Okay, lasst mal den Onkel Peter ran, der macht das schon. Oh, du hältst aus, hä? Hält ganz schön aus, Mensch. Und ich hab den nicht mal kaputt gekriegt. Oh. Warum habe ich denn keinen Raketenfuzzi-Werfer-Dingens? Oh, und wo kommen die Feinde her? Ich sehe nichts mehr. Ich bin zu tot, um zu sehen. Okay, da setzen wir mich doch gleich nochmal rein. Also mit so einer Gegenwehr hätte ich jetzt nicht gerechnet, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ah, von wo? Hinter mir sind rote Punkte. Da unten ist noch einer. Oh shit, ich bin sowas von tot. Weil die ganzen Panzer mich hier auch mit unter Beschuss nehmen. Wo kommt ihr denn alle her, verflucht? Geht nach Hause. Ich will euch hier nicht. Wir haben gerade ganz schön Probleme, habe ich das Gefühl. Weil wir haben auch leider gerade kein Panzer, den ich benutzen könnte. Das heißt, ich habe momentan echt nur den Granatenwerfer und das ist gar nicht gut. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo ich was anderes herbekommen könnte. Von da oben habe ich das richtig gesehen. Da war doch, glaube ich, so ein Waffenaufnahmesymbol, oder? Ja, nein, vielleicht. Nee, gut. Bleib stehen! Okay, soweit, so gut. Wir sind schon mal ein Stück weiter vorgerückt. Batz. Shit! Das Duell habe ich dann wohl verloren. Muss ich zugeben, das habe ich verloren. Das hat gar nicht so gut geklappt, wie erhofft. Scheiß auf Panzer. Ich mache mich jetzt da rein. Wer mitkommen will, ist eingeladen. Boah. Wer war das denn jetzt schon wieder, ey? Das war bestimmt der Panzer. Den habe ich gefressen, das Miststück. Huch, wo haben die mich denn jetzt reingesetzt? Direkt in der Nähe des Ziels, das ist natürlich nett. Oh, und ich habe Spielzeug. Das ist sowas von keine Chance. Ey!
Gut, aber ich muss da trotzdem zu Fuß rein. Leute, kommt ihr mit? Okay. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten zum Beispiel. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe Spaß. Ja, von mir aus kann es auch so weitergehen. So, ich muss da mal euer Zeug hier lahmlegen. Ihr habt doch nichts dagegen, hoffe ich. Lauf! Lass mich weg hier, gleich macht's Bühm! Erledigt. Der rote Stern wird den Tag, an dem die Stray Dogs kamen, nicht vergessen. Ausgezeichnet. Sie haben den Sieg errungen und der Kriegsmaschinerie der Rotsterne einen schweren Schlag verpasst. Es werden keine Koalitionssoldaten mehr von diesen Panzern getötet. Nie wunderbar. Wieder. Das nenne ich Lebensrettung. Haben wir gut gemacht, Leute. Wir sind sowas von spitze, ey. Sowas von spitze. Und wir haben jede Menge neue Panzer. Noch ein paar davon und wir fahren nach Hause. Teufel, ja. Noch nicht packen. Ich habe weitere Neuigkeiten. Oh je. Die Kämpfe breiten sich inzwischen nach Korea und auf das südchinesische Meer aus. Letzte Nacht ist China in Taiwan eingefallen. Und weil China nun an zwei Fronten beschäftigt ist, sind die Russen verzweifelt. Unberechenbar. Wer weiß, was die noch anrichten. Ach, glauben du Heilige. Sie, was noch kommt? Nun, entweder Washington oder Moskau wird dran glauben müssen. Ach du Heilige, na das kann ja was werden. Heidenei. So, kriegen wir noch einen Auftrag, oder wie? Dann wurde heimgezahlt. Nimm den Eine Zeiger große weg. Eine Rotstern-Panzerfabrik nicht einfach nur zerstört, sondern, was für die Rotsterne noch schlimmer war, eingenommen. In einer Zeit der Verzweiflung, die alle menschlichen Bemühungen zunichte macht, sind Ressourcen mehr als wertvoll. Was uns zu einem kleinen, verzweifelten Aufklärungsauftrag bringt, dessen Ziel weit hinter den feindlichen Linien lag. Die Hoffnung für den ersten frühen Wendepunkt des Krieges. Es war David gegen Goliath. Eine überambitionierte, unmögliche Aufgabe. Doch keiner sah sie kommen. Vor allem nicht die Chinesen. Alles klar. Das also wird unser nächster Auftrag. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!